Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den ASV Hamm-Westfalen. Endstand vor 2.935 Zuschauern. 34:18. Ich begrüße den Gästetrainer Nils Pfannenschmidt und bitte ihn um sein Statement. Ja, guten Abend. Glückwunsch an Robert und seine Mannschaft. Ich glaube, ich kann heute auch schon zum Spiel kommen. Er wollte vor dem Spiel nichts hören, aber ich glaube, das kann ich ruhig machen bei denen. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ihr jetzt Vorsprung habt, aber das will ich mir auch noch mal tun. Ich hätte gerne eine andere Mannschaft hier gehabt. Ich hätte mir gewünscht, etwas mehr Widerstand leisten zu können. Das war irgendwann sind wir dann an unsere Grenzen gestoßen, muss man ganz klar erkennen. Bis, ich glaube, in der 25. Minute haben wir das taktisch, finde ich, ganz gut gemacht. Da stand es 11-9. Da hat man eine gute Abwehr. Wir haben das diszipliniert vorne ausgespielt. Haben sie schon vor ein kleines Problem gestellt. Und dann haben wir uns leider ein gutes Halbzeitergebnis mit 2-3 überhasteten Würfen kaputt gemacht und dann Gegenstöße bekommen. Und dann geht man statt mit, ich sag mal, mit 3 zur Halbzeit, ich glaube, das wäre in Ordnung gewesen, geht man mit 5 rein. Und dann merkte ich schon bei meinen Spielern, dass man dann so die Moral gebrochen war. Wir hatten wenig Wechselmöglichkeiten heute. Es fehlten 5 Leute. Und dann waren wir zweite Halbzeit nicht mehr in der Lage, einfach dagegen zu halten. Dann spielte sich die Physis aus und war das auch ein ganz, ganz klarer Unterschied. Ne? Und das muss man einfach sagen, so, das ist jetzt auch erste Liga heute gewesen. Und wir waren heute ein schöner Sparringspartner zweiter Halbzeit. Aber die Atmosphäre war toll, wie ich fand, eine gute Stimmung in der Halle. Und du hast eine tolle Mannschaft, Robert, und du machst da gute Arbeit. Und ihr werdet verdient aufsteigen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Pfannenschmidt. Robert, wieder fast 3.000 in der Halle. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal auch schönen guten Abend und danke für die Glückwünsche. Nils, zum Spiel. Ja, genau. Man hat heute gesehen, auch Ergebnisse, was da alles passieren kann. Und wir wollen weitermachen wie bis jetzt. Und ich finde auch ein gutes Spiel von uns heute. Auch wenn das anfangs vielleicht ein bisschen hapert, aber erste Halbzeit, glaube ich, haben wir nur 5 Tore in 6-6 gekriegt. Das war 2 in Überzahl, 3-4 in zweite Welle. Also deswegen war ich sehr zufrieden mit unserem Abwehr-Torwart, was in letzten Spielen sehr, sehr gut funktioniert. Auch wenn wir da Leute wechseln in Abwehr. Wir haben 2 hervorragende Torhüter im Moment. Jan ist in einer super Verfassung. Mario war ein bisschen krank die letzten 2 Wochen, hat auch wieder gespielt und das gut gemacht. Ist super. Und wir haben auch, was wir manchmal schwer macht, gegen Gegner, die sehr viele Verletzte oder Kranke haben, machen wir das Leben ein bisschen schwer für uns, aber das haben wir heute nicht gemacht. Wir haben diese kleinen Schritte und weiter marschiert, auch mit hoher Führung nachgelegt. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben. Wir haben ein Spiel gewonnen über eigene Gegenstöße, Außen, Kreis, Spieler, nicht nur über Rückraum. War auch super. Und ein paar Spieler haben wieder gezeigt, dass die in alte Form wieder zurückkommen. So, insgesamt ein gutes Spiel, haben wir, wie gesagt, geschwächt, aber ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Mannschaft, was die gemacht haben heute. Und auch Halle voll, super Stimmung, 3.000, wie immer, war auch sehr, sehr schön. Danke, Robert. Stefan, wie hast du die letzten 60 Minuten gesehen? Ja, dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich glaube, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Unsere Mannschaft hat, wie Robert schon gesagt hat, die Partie relativ schnell unter Kontrolle gebracht, nach anfänglichen Schwierigkeiten auch mit der offensiven Abwehr. Und dann haben wir es wirklich mal endlich wieder auch komplett durchgezogen. Und von daher passt dann auch das Ergebnis heute, auch wenn Hamm natürlich etwas geschwächt war. Das darf man nicht vergessen. Auf der anderen Seite beschäftigen wir uns ja nicht allzu sehr mit dem Gegner, sondern mit uns selber. Und da mit dieser Leistung, glaube ich, kann man heute wirklich zufrieden sein. Alle, die gespielt haben, haben funktioniert, haben ihren Job gut erledigt, haben auch entsprechende Emotionen rübergebracht. Die Kulisse war toll wieder heute.
Und ja, von daher können wir jetzt ein bisschen mal durchatmen kurz. Wir haben zwei doch relativ anstrengende Wochen hinter uns mit den Spielen Mittwoch, Samstag jeweils. Haben jetzt das Spitzenspiel in Friesenheim gewonnen. Heute das im Prinzip ja auch sowas wie ein Spitzenspiel gegen Hamm gewonnen und können jetzt ja uns, denke ich, sehr gut auf den Hammermonat März vorbereiten, denn da erwartet uns jetzt wirklich einiges. Wir haben 4 Auswärtsspiele, ein Heimspiel mit den Spielen in Bietigheim, in Wilhelmshaven, in Coburg, das Ganze an einem Wochenende und am Ende noch in Saarlouis, zwischendrin am 12. dann das Spiel gegen Emstetten. Also da danach sind wir schlauer, wo wir wirklich stehen, aber klar, sieht alles nicht so schlecht aus, das muss man zugeben. Aber ich habe das ja schon öfter gesagt, auch in den letzten Wochen. Wir tun wirklich gut daran, immer wieder noch einen Gang hochzuschalten, noch härter an uns zu arbeiten, denn es gibt überhaupt keinen Grund, sich auf irgendwas auszuruhen.